Hallo ihr Lieben, und hier komme ich bereits mit dem zweiten Kapuzenteil mit einer Abänderung für euch. In dem ersten Kapuzenvideo, wie ihr den Schnitt für eine einfache Kapuze machen könnt, habt ihr vielleicht schon nachvollzogen. Da hatte ich euch gezeigt, wie ihr ganz einfach aus zwei Teilen diese Kapuze mit einem Schnitt machen könnt und habe euch gezeigt, wie ihr das in den Halsringbereich einarbeitet. Außerdem hatte ich euch gezeigt, wie ihr aus einem Stück Stoff eine Kapuze schneiden könnt, die dann quasi schon komplett verstürzt ist, also aus einem Stoff innen und außen gleich. Und heute zeige ich euch, wie ihr aus diesem Grundschnitt eine dreiteilige Kapuze machen könnt, aber den Grundschnitt von gestern in dem Video, den müsst ihr zuerst machen, bevor ihr dann diese dreiteilige Kapuze machen könnt. Der Vorteil von den dreiteiligen ist, dass sie eigentlich schöner am Kopf anliegen. Das ist schnell gemacht, das ist okay, das ist gut, ist zum Nähen auch etwas einfacher, das sage ich auch gleich dazu, als dieses Teil einzunähen. Aber es ist auch kein Problem, wenn ihr meinen genauen Anleitungen folgt, diesen Schnitt so für diese dreiteilige anfertigt, egal in welcher Größe ihr das braucht. Ihr müsst dann nur die entsprechenden Maße nehmen. Und ich zeige euch auch ganz genau, wie ihr diese dreiteilige Kapuze zusammennäht. Also, lasst uns anfangen. Um den Schnitt für die dreiteilige Kapuze anzufertigen, müsst ihr als erstes einen Grundschnitt für eine Kapuze anfertigen. Das habe ich gezeigt in meinem gestrigen Tutorial, wie ihr für eure Maße oder eures Kindes, je nachdem für wen die Kapuze gedacht ist, diesen Grundschnitt anfertigt. Ihr erkennt hier ganz genau die Kapuzenform. Und aus der hatten wir ja ganz normal in dem Video eine einfach doppelt geschnittene Kapuze gemacht. So, wie muss ich jetzt vorgehen, wenn ich diesen Grundschnitt habe, um meine dreiteilige Kapuze zu zeichnen? Generell kann man sagen, man kann dieses hintere Mittelteil in ein und derselben Breite insgesamt machen. Aber schöner aussehen tut es, wenn man im Halsbereich etwas schmaler ist und dann zur oberen vorderen Mitte hin etwas breiter wird. Bei dieser Größe einer Damenkapuze, die ich ja für meine Maße ausgemessen hatte, zeichne ich mir von der fertigen Naht ab, also nicht, ich hatte ja hier die Nahtzugabe schon da dran gehabt, von dem zeichne ich mir 3 cm an. Das heißt, mein Mittelteil im Halsbereich wird 6 cm breit werden. Und in der oberen vorderen Mitte werde ich 5 cm ab der fertigen Naht, wiederum, wie gesagt, ich habe ja hier schon die Nahtzugabe dran, 5 cm werde ich hier genau anzeichnen, damit meine obere Mitte dann 10 cm breit wird. Ihr könnt gerne jetzt im hinteren Bereich, wenn ihr wollt, da euch vielleicht schon mal auf 4 cm, das wäre dann das Zwischending zwischen der 4 und der 5, so kleine Punkte anzeichnen. Und ansonsten müsst ihr jetzt einfach, das da oben ist ja gerade, da könnt ihr auch erst normal gerade zeichnen, soweit das hier oben lief. Das gleiche hier im unteren Bereich, da hatten wir eine ganz leichte Rundung. Dann werde ich das ganz genauso machen. Werde ich hier minimal ab der 3 cm, die ich hier unten rüber gemessen hatte, werde ich hier schon mal so einen kleinen, ups, da hat er nicht gezeichnet, machen wir nochmal neu. Gut. Und jetzt werde ich diese Rundung einfach verbinden, so dass ich dann genau da unten drauf komme auf meine Naht hier. Das ist im Grunde jetzt schon das Mittelteil, aber das wird ja nicht rund geschnitten, sondern das wird gerade geschnitten. Das seht ihr nachher, wenn wir dann weiter sind. Aber ihr seht, hier oben haben wir die 5, sprich von der Gesamtbreite dann oben 10 und hier unten haben wir dann 6, weil das ist ja die Naht, hier ist ja jetzt noch keine Nahtzugabe dran. Gut, wir machen weiter, indem wir nun uns als erstes Knipse setzen und diese gesamte Länge ausmessen.
Gestern bei der Kapuze, die so geschnitten war, habe ich ja gesagt beim Nähen, es ist nicht unbedingt erforderlich, sich Markierungen in der Rundung zu machen, denn die Teile liegen ja eins auf eins glatt aufeinander. Hier dagegen ist es, um die Kapuze schön zu nähen, absolut notwendig, ganz viele Knipse hier reinzumachen. Das heißt generell, da wo ihr eine Gerade habt, fangt ihr vielleicht ungefähr hier mit dem ersten Knips an. Hier, das ist ja auch fast wie eine Gerade. Auch da fange ich erst da an. Und wie ich das mache, egal von welcher Seite ihr zuerst messt, ich beginne von unten an zu messen, denn das wird ja die Länge dann von meinem hinteren Mittelteil. Und mache mir hier zum Beispiel auf 16 den ersten Knips hin. 16. So, jetzt müsst ihr genau weiterarbeiten. Und ich sage mal, ich gehe hier auf 20 nach der 16. Ihr müsst das so rund hinlegen. Ganz wichtig, mache ich den nächsten Knips. Ich würde sagen, auf 23 mache ich den nächsten. Aber das sind jetzt Maße, die ich einfach so vorgebe. Ihr könnt das auch im 2 cm Abstand machen. Geht ganz genauso. Jetzt gehe ich hier auf die 26 und gehe nochmal hier auf die 29. Ihr könnt bei so starken Rundungen gar nicht genug Knipse haben. Also da scheut euch nicht, macht das einfach rein. So, und hier gehe ich auf die 32. Ich zeige euch das ruhig mal mit mehr Knipsen und mache hier noch einen auf 36. Und dann habe ich genug Knipse. Ihr seht das hier. Aber jetzt muss ich noch bis zum Ende ausmessen. Das heißt, ich hatte hier begonnen mit meiner 16, 20, hier 26, 29, 36. Ich prüfe nochmal nach, ob ich auch richtig bin. Ja. Und nun ab der 36 messe ich trotzdem hier noch bis zu meinem Ende. Und da habe ich 54,8. Diese 54,8 schreibe ich mir irgendwo auf oder auf einen extra Zettel, wenn ihr möchtet. Also ich habe jetzt genau ab Ende Schnittkante, also hier ist ja mein Zentimeter Naht dran, ab Ende Schnittkante diese Rundung ausgemessen bis an meine vordere Kante hier, vordere Mitte. Mein Zentimeter Naht ist hier auch dabei. Und habe mir zwischendurch diese ganzen Markierungen irgendwo hingesetzt, um genau dahin zu kommen. Das ist schon mal das Allerwichtigste. So, ihr könntet natürlich jetzt sagen, okay, ich will ja so eine ganze Schablone für eine Kapuze gar nicht haben. Ich mache jetzt hier meinen Zentimeter erstmal dran und schneide das aus. Das empfehle ich aber nicht. Wenn ihr einmal einen guten Grundschnitt hattet für die Kapuze, solltet ihr den beibehalten. Das heißt, als erstes werde ich diesen einfach mir nochmal neu rausradeln. Und zwar rausradeln genau hier, wo meine neue Linie ist. Hier unten, das zeichne ich natürlich genauso an. Und hier mache ich auch meinen Schulterknips gleich hin und zeichne das hier durch. Denn das, und hier habe ich es genau kantig angelegt, das könnt ihr ja auch sehen. Jetzt radel ich das hier durch und werde dann meinen Zentimeter dran zeichnen oder auch gleich dran schneiden. Das weiß ich jetzt noch nicht, wie ich Lust dazu habe. Da, gell? So, das ist schon mal durchgeradelt. Ja, kann man gut sehen. Und wichtig jetzt auch gleich eure Knipse hier durchradeln. Denn die habt ihr ja aus einem bestimmten Grund dahin gemacht. Also brauchen wir die auch. Das werdet ihr dann gleich sehen. Was ihr auch noch hier mit reinschreiben könnt gleich, das habe ich jetzt, hätte ich gleich erwähnen sollen. Hier haben wir ja gesagt, bin ich auf 16. Das schreibe ich mir hin. Der nächste war auf 20. Schreibe ich auch hin. Der nächste ist 23 cm, der nächste ist 26 cm, denn die müssen wir ja gleich jetzt übertragen.
29 cm, 32 und mein letzter, der war auf 36 cm. Also, ihr seht, ich habe jetzt hier von unten gemessen. Ihr könnt natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch ab da messen und euch das ist egal. Die habe ich jetzt alle mal, und das war meine Gesamtlänge mit 54,8 übertragen. Ich muss das dann gleich noch ausschneiden. Plus hier bei dem, wenn ich es jetzt ausschneide, muss ich meine Nahtzugabe dazu geben. Aber das mache ich dann gleich noch. Gut, jetzt kommen wir zum eigentlichen Mittelteil. Das könnt ihr ganz zeichnen oder auf Hälfte zeichnen. Das könnt ihr auch wieder nach Wunsch machen. Ich zeichne es euch ganz einfach mal auf Hälfte. Das heißt, ihr nehmt ein langes Stück Papier, das ihr irgendwo bereit habt, und fangt, egal, das ist jetzt hintere Mitte von dem mittleren Streifen, und zeichnet euch jetzt die 5 cm hier an, die wir oben haben möchten. Und hier mache ich gleich noch einen Zentimeter Naht dran. Das gleiche mache ich jetzt hier gleich schon mal hin, damit ihr wisst, das ist jetzt schon meine 1 cm Nahtbreite. So, und jetzt haben wir ja gesagt, Gesamtlänge haben wir 54,8 und das war auch mit den Nahtzugaben. Also messe ich jetzt ab der oberen Kante 54,8 runter, markiere das und im rechten Winkel zeichne ich mir das an. Und zwar unten haben wir ja am Halsring 3 plus dem Zentimeter, also 4. Und jetzt braucht ihr nur, Moment, mein Halsband will runterrutschen, so. Jetzt verbinde ich gleich die Nahtzugaben miteinander. Aber schreibt euch das an, dass ihr die Nahtzugaben schon da dran habt. Ja, das wird dann aufgeklappt und dann haben wir das gesamte Stück. Also oben inklusive der Nahtzugabe müssen wir 6 haben und unten müssen wir 4 haben. Und jetzt wollen wir diese Maße übertragen. Unten beginnen, das heißt hier bei der schmalen Seite beginnen wir. Dann könnt ihr nochmal so überprüfen. In der Gesamtlänge habt ihr wirklich diese 54,8, die ich hier gemessen hatte. Und ich schaue hier, und das stimmt ganz genau. Ich hoffe, ihr seht das ganz. Die 54,8 habe ich ganz genau hier. So, jetzt haben wir den ersten. Legt euch so ein langes Maß so direkt hin. Ich muss meine erste Markierung bei 16 machen, dann die bei 20, bei 23, bei 26, 29, 32 und die 36. Nochmal zur Wiederholung, ihr müsst nicht diese Maße 16, 20 und so weiter, wie ich es hier habe. Ihr könnt sagen, ach, ich bin mir da noch nicht so firm, ich mache die auf 2 cm Abstand in diesem ganzen runden Bereich. In dem geraden Bereich könnt ihr natürlich auch noch eins hinmachen, wenn ihr euch das sicherer fühlt. Überhaupt kein Thema. So, jetzt schneiden wir das Ganze aus. Und haben unser Mittelteil komplett fertig. Und denkt dran, markiert euch, wenn ihr das gleich mit Nahtzugabe, wie ich jetzt hier mache, schneide. Ich bin es ganz einfach gewöhnt, Nahtzugaben immer dran zu schneiden, weil in der Industrie gibt es die Schnitte immer grundsätzlich komplett mit den Nahtzugaben. So. Das ist unsere hintere Mitte. Und nun macht ihr euch noch die ganzen Knipse rein, die ihr für euch entschieden habt, dass ihr die machen wollt. Ich habe da so einen speziellen Knipser dafür.
Da ist das schöner und gleichmäßiger und genauer, vor allen Dingen für die, das Zuschneiden. Da sieht man das so schön und kann direkt mit der Schere dann einmal reinknipsen. Das passt. So, noch einen und dann haben wir sie alle markiert. So sieht dann euer hinteres Mittelteil für die Kapuze aus. Jetzt habe ich ja gesagt, das müssen wir auch noch rausschneiden. Zeichnet, wenn ihr das so gemacht habt wie ich jetzt, dann zeichnet euch erst die durchgeradelte Linie komplett an, bevor ihr dann euren Zentimeter hier dran macht. Insgesamt komplett. Und ich werde das mir jetzt zeichnen. Wie gesagt, zeichne meinen Zentimeter dran, werde das ausschneiden und werde meine drei Teile zuschneiden. Und dann zeige ich euch, wie ihr das zusammennäht. Aber im Grunde sind wir dann damit schon fertig. So, jetzt habe ich alles zugeschnitten. Ich erkläre nochmal, das war unser Grundschnitt, in dem wir die Breite, wie wir sie wünschen, eingezeichnet haben. Wie gesagt, wenn es für ein Kind ist, dann mache ich natürlich diesen Streifen etwas schmaler, weil er die gesamte Kapuze auch kleiner ist. Und das Ganze habe ich ausgeschnitten, hatte mir die Markierungen bereits durchgeradelt und habe die alle reingeknipst. Also ist das jetzt mein neuer Zuschnitt mit allen Knipsen drin. Auch den bitte nicht vergessen für die Schulternaht, falls ihr das Teil dann irgendwo einnähen möchtet. Und hier habe ich meinen langen Streifen, den ich ja so angezeichnet hatte, dass er im Bruch war. Ich habe das Teil jetzt auch im Bruch zugeschnitten, um dann einfach schön meine ganzen Knipse da in einem reinmachen zu können. Aber ihr könnt das natürlich auch gerne offen zuschneiden, legt ihr dann ganz genauso drauf und macht das so. Das ist dann auch wieder natürlich euch überlassen. Ich habe das Ganze jetzt in zwei Farben gemacht, damit ihr das noch schöner seht, wie ich das zusammennähe. Einfach nur ein Kontrast, damit ihr seht ganz genau, wie ich jetzt von Knips zu Knips dieses Mittelteil für diese dreiteilige Kapuze einnähe. Um diese Kapuze jetzt zusammenzunähen, müsst ihr eines wissen. Grundsätzlich wird das gerade Teil unten liegen und die Rundung dieser Kapuze wird oben liegen. Das heißt, darauf werden wir nähen. Jetzt achtet drauf, das könnt ihr aber gleich überprüfen. Das breite Teil ist oben, das schmale Teil ist unten, also am Halsring. Und falls ihr das nicht mehr genau erkennen könnt, weil ihr vielleicht andere Maße genommen habt oder das gleiche Maß genommen habt, dann schaut nur ganz einfach, ob euer erster Knips hier stimmt und auch der erste Knips hier unten stimmt. Denn wenn ich das jetzt hier drauf lege, das wäre jetzt reiner Zufall, dass ich das gleiche Maß genommen hätte, aber ihr seht, da passt schon mal gar nichts, also würdet ihr so gar nicht anfangen. Rechts liegt innen bei meinen beiden Teilen hier. Das brauchen wir nur einmal, hatte ich ja gesagt. Und ich lege jetzt das breite Teil nach oben und ziehe meine rechte Seite einfach hier drauf. Das legen wir gerade weg. Und ich beginne, wie gesagt, auf dem runden Kapuzenteil zu nähen und schaue sofort zu meinem ersten Knips. Den lege ich aufeinander. Ihr habt den ja vielleicht für euch auf einer anderen Stelle gemacht und nähe nur bis zu meinem Knips. Und jetzt schaue ich schon zu meinem nächsten Knips. Es ist ganz einfach, aber das läuft hier weg. Das seht ihr ja, weil meine Rundung da kommt. Also nehmt ihr das so gut, am besten den Daumen so nach unten und zieht das so ein bisschen rum. Ihr seht, jetzt kann ich Knips auf Knips legen. Ich hoffe, meine Finger sind nicht im Wege. Und hier kommt so diese leichte Weite da rein, die von der Rundung automatisch entsteht. Und so macht ihr weiter, von Knips zu Knips, das liegt ganz gerade. Und hier lasse ich das einfach so beilaufen.
Und je mehr Knips ihr da habt, ihr seht, diese 3 cm Abstand, den ich gewählt habe, der ist eigentlich, also für mich ideal. Hier ist schon mein letzter Knips, bevor ich hier an meine Gerade komme. Da schaue ich auch wieder bis zum Ende hin. Und hier müsst ihr das denken, das darf hier ruhig so übereinander lappen bzw. nicht passen, weil das ja Stäben sind. Aber wenn ihr dann ganz genau in diese Ecke reinnäht und dann seht ihr, da stimmt das wieder. So, jetzt habe ich die erste Seite dran genäht, möglichst ohne Falten. Wie ihr seht, könnt ihr auch von hier nochmal euch anschauen. Da seht ihr diese Rundung komplett, wie sie da liegt. Jetzt könnte ich gleich meine nächste Hälfte auf der anderen Seite von dem geraden Streifen annähen. Aber ich will das Teil übersteppen. Und da ist es für mich viel, viel einfacher, wenn ich das jetzt zuerst übersteppe, bevor ich den anderen Teil da dran habe. Und man kann das Kapuzenteil auf dem runden Teil übersteppen. Aber logisch ist es eigentlich grundsätzlich auf dem geraden Teil zu übersteppen, wenn ihr es steppen möchtet. Ansonsten, wenn ihr hier drauf steppen wollt, dann müsst ihr das wahrscheinlich überall ein bisschen einknipsen, damit sich das schöner hinlegt. Aber ihr seht das auch von der linken Seite, wenn ihr es da drauf steppt, das heißt die Naht liegt ja zu dem Teil hin, dann liegt das schon automatisch komplett glatt da. Das heißt, bevor ich das zweite Teil annähe, steppe ich das einfach einmal hier durch, auch knapp auf 3 mm, 4, 5 mm, je nachdem, wie ihr das für euer Modell vorgesehen habt. Und da brauche ich auch, wenn ich die Naht nach einer Richtung nähe, steppe, brauche ich das nicht unbedingt jetzt vorzudüdeln. Das ist wirklich nicht notwendig. Da seht ihr, da ist das erste Teil dran. So, das zweite Teil, ich habe ja gesagt, wir nähen auf dem runden Kapuzenteil, nicht auf dem geraden. Darauf achten, dass ihr es richtig anlegt. Hier ist euer Halsring, das schmale Teil für die hintere Mitte und hier ist wieder Halsring. Also lege ich so drauf. Was ihr hier und auch oben noch machen könnt, am besten bevor, oder geht auch danach, ist egal, euch einen Knips für die Mitte für euren Halsring dann zu machen. Ja, den braucht ihr auch noch. Ihr seht, ich habe das jetzt übergelegt, logischerweise, weil hier der Zentimeter noch nicht abgenäht ist. Und da oben dann das Gleiche. So, und auch hier, wenn ich das jetzt anlege, lege ich das nicht an der Ecke kantig, denn dann hätte ich ein Stückchen überstehen. Das untere Teil, das kann so ein kleines bisschen rausblitzen, damit ich genau, wo sich die beiden Teile treffen, da fange ich an zu nähen, da ist mein Zentimeter. Und das ist dann auch korrekt so. Und hier mache ich genau das Gleiche. Ich schaue zuerst nach meinem ersten Knips, lege mir das Kanten gleich hin, nähe bis zu dem ersten Knips und lasse das einfach so rund drauflaufen. Schön von Knips zu Knips genäht. Und ihr bekommt wunderschöne Rundungen hin, wenn ihr den Knips so vorbereitet, wie wir das eben gemeinsam ja uns angeschaut haben. So, und auch hier, schaut euch die Rundung an. Da ist keine Falte eingenäht. Und auch von dieser Seite schaut ihr euch das an, dass da auch keine Falte drin ist. Und jetzt übersteppen wir das auch wieder auf dem Mittelteil. Einmal knapp oder ihr könnt es auch zweimal steppen. Das ist wirklich nach eurem Ermessen. Ich sage ja generell, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Jacke macht, wo ihr die Kanten, sagen wir alle, auch bei 5 mm abgesteppt habt, dann solltet ihr das bei der Kapuze ganz genau gleich machen. Das heißt, so wie man anfängt, alles zu steppen, so macht man eigentlich weiter und steppt ein ganzes Modell immer in der gleichen Art und Weise. So, ihr seht, hier oben am Kopfteil ist das breitere Teil und nach hinten zur hinteren Mitte
wird das schmaler. So schaut das Ganze aus. Ich wünsche euch wieder mal viel Spaß beim Nachmachen und hoffe, ich konnte euch mit dieser zweiten Variante für eine Kapuze einen guten Tipp geben. Viel Spaß bei der Arbeit. Tschüss.